Der erste Grundstein ist gelegt für den Campus Poppelsdorf. Mit dem Oberbürgermeister der Stadt und dem Rektor der Universität hat auch die Wissenschaftsministerin die Kelle in die Hand genommen. Ich bin erstmal froh, dass es jetzt losgeht, dass wir wirklich hier bauen können und finde das einfach fantastisch, dass wir so mitten in der Stadt jetzt wirklich hier einen komplett neuen Campus aufbauen können. Das ist ja, glaube ich, gut für die Weiterentwicklung der Hochschule und es ist gut für die Studierenden, die hier in Zukunft studieren wollen. Rektor Jürgen Fuhrmann sieht für die Universität einen großen Schritt nach vorne. Ein wunderbarer Tag, weil wir es endlich schaffen, die Dinge zusammenzubekommen, weil wir hier wirklich unsere vielen verstreuten Gebäude in einen Ort bringen. Für die Wissenschaft ist es ganz, ganz wichtig, dass man in enger Nachbarschaft zusammenarbeitet und forscht. Ich freue mich sehr darüber und es wird ein wunderbarer Campus und ich glaube auch, die Bevölkerung wird sehr zufrieden sein mit der ganzen Gestaltung der Flächen. Also ein sehr schöner Tag für die Uni Bonn. Und ich bedanke mich sehr herzlich da bei der Landesregierung für diese große Initiative und die Unterstützung und die Angelegenheit. Auf den ehemaligen Versuchsfeldern der Botanischen Gärten wird schon ab 2015 der erste Neubau stehen. Wo heute große Baugruben klaffen, ziehen das Bonn-Aachen International Center for Information Technology und die Informatik ein. Ebenso das Institut für numerische Simulation sowie das Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft. Und gebaut wird natürlich auch für die Mitarbeiter. Gerade die Mitarbeiter, die jetzt hier an den Campus Poppelsdorf kommen, kommen auch aus alten Gebäuden, aus funktional für Forschung und Lehre nicht mehr optimalen Gebäuden und haben dann natürlich das große Glück, in eine wirklich super moderne, schön geplante und hoffentlich auch rechtzeitig errichtete Gebäude umzuziehen. Insgesamt werden gut 26 Hektar bebaut. Ein neuer Stadtteil entsteht.